Eine Schneeballschlacht, die ist lustig. Eine Schneeballschlacht. Aua, die tut weh. So, fies, Siri. So, ha. Finde ich jetzt gar nichts. Machen noch einen. Du hattest recht. Es funktioniert tatsächlich. Danke. Freut mich, wenn ich helfen kann. Und was jetzt? Ich schau mal, wo unser lieber Wissender ist. Geralt? Geralt, wach auf. Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich habe die Pferde gesattelt. Ciri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen, zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Ja? Keine Ahnung. Klär mich auf. Imlerit. Das ist eine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Wesemir rächen. Der Sabbat. Das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen. Warum glaube ich, dass Avalach das nicht gefallen wird? Triffst du ihn hier noch? Ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen, dass wir uns in Novigrad treffen. Komm, wir reden unterwegs. Kaiser, nee, kein Bock auf den. Geh vor. Bereit? Gehen wir. Jo, mit raus sagen. Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem Kahnenberg finden würde und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Jo. Übrigens, ja, wegen meiner Entscheidung, die wir gerade gefällt haben, also zum einen mal wegen Kaiser und so und die andere war die wegen der Schneeballschlacht. Die Alternative zur Schneeballschlacht wäre ein Trinken gewesen. Beide Entscheidungen sind wichtig für das Ende des Spiels, und zwar was mit Ciri zusammenhängt. Ja, spielen wir jetzt Ciri oder spielen wir Geralt? Gar kein, okay. Wir machen es ohne Triss und Jähn. Ach du Scheinkleis, sind die davon erfahren, ey? Wir drehen uns den Hals um. Oh, das war nicht gerade sehr bedacht von mir. Die Leute auf Krenfels haben von diesem Berg gesprochen. Art Zerbin, Heimat der Herren des Waldes. Die Bauern hatten Angst herzukommen. Und der Baron hat gedacht, die Herrinnen des Waldes wären nur eine Spukgeschichte für ungezogene Kinder. Möchte wissen, wie es dem Baron geht. Er hat seine Frau gefunden und weit weggebracht. Anna, es ging ihr nicht gut. Eine Schande. Du meinst, wir finden Imlerit hier? Bist du sicher? Avalach hat mir von Wesen erzählt, die mit den Enelle in Verbindung stehen. Sie sind überall auf der Welt zu finden. In Velen sind es die Mumen. Imlerit war auf Eredins Geheiß hier, um den Mumen zu sagen, dass sie Augen und Ohren offen halten sollen. Für den Fall, dass Avalach in seinem Versteck in Velen Zuflucht sucht. Sie haben ihn wohl beim Wort genommen. Wenn ich mir die ganzen Ohren hier im Wald so ansehe, meinst du, Imlerit ist noch hier? Er sehnt sich nach den Freuden des Fleisches. Wein, Sex. Die Mumen umgarnen ihn, hofieren ihn. Er wird es sich nicht nehmen lassen und zum Sabbat auf dem kahlen Berg sein.
Interessant. Ja, nochmal ganz kurz in diesen Entscheidungen und so. Also, ich weiß nicht genau, wie die anderen beiden Entscheidungen, also insgesamt, muss man so erklären, gibt es scheinbar drei Enden für Ciri. Und ja, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, weil es nicht so groß spoilen und so weiter. Aber ich strebe jetzt hier das wahre Ende an, kann man eigentlich so sagen. Was da passieren soll am Schluss, sage ich jetzt noch nicht, da weiß ich selber nicht genau, ob das wirklich stimmt, das Gerücht, aber ich muss auch während des Spiels bestimmte Entscheidungen treffen. Das andere war eben der Schneeballschlacht, wobei das, also gar nicht gesehen, dass es eine Schneeballschlacht sein soll zuerst. Das andere war eben das mit, also zum Kaiser gehen oder zu ihrem Vater eigentlich, oder? Obwohl es eigentlich der Adoptivvater ist, aber kein, ist ein anderes Thema. Könnte man auch machen, dann würde man eben ein anderes Ende des Spiels ansteuern. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen, wie gesagt, das wahre Ende und dann müssen wir bisher diese beiden Entscheidungen noch so treffen. Alles vorher war irgendwie auf Geralt persönlich bezogen oder auf die Hilfe, wie auch immer. Hat aber, wie gesagt, nichts mit dem wahren Ende für Ciri zu tun. Kennst du dich hier etwa aus? Vor vielen hundert Jahren war das hier eine heilige Stätte der Druiden. Dann kamen die Mumen, zerstörten den Druidenkreis von Velen und entstellten die heilige Eiche auf dem Berg. Jedes Jahr wird hier ein wichtiges Fest gefeiert. Sie nennen es den Sabbat. Alle Leute in der Umgebung sind dabei. Imlarid bestimmt auch, als Gast der Mumen. Du weißt gut Bescheid. Avalach ist ein guter Lehrer. Scheint so. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlarid. So. Die Bauern in Velen nennen diesen Abend das Fest der Geschenke. Ich weiß nicht warum. Ja, ich auch nicht. Entschuldigung, ganz kurz. Aber wir haben neue Stufen. Deswegen können wir jetzt endlich mal den Anzug hier tragen. Die Hexeausrüstung. Alter, wieder plus 69. Okay, die Ruhe müssen nun nicht sein, aber gut. Breitkopfbolzen. Natürlich. Ah, wenn die abgelegt, wieso auch immer. Alter Schwede, große Achsegliefe, Achsezahn 10% direkt drauf. Ich denke mal, die Rüstung behalten wir jetzt bis zum Schluss vorne, mache jetzt kein was anderes draus. Nee, wird sicher mal noch vielleicht die Hexerhose oder so etwas geben, aber die behalten wir. War schon schwierig genug, die zu kriegen. Wir denke ich auch ziemlich mächtig sein. Ja, klappt schon, wa? Jetzt haben wir noch Donner und überlegene Schwalbe. Ich überlege gerade, ob wir die behalten sollen. Haben wir noch irgendwie genug, um die wieder aufzufrischen, wenn es nachher mal soweit sein sollte? Was natürlich schon so, dass jetzt halt so ein Punkt des Spiels stoßen, wo es ein bisschen heikler wird und so weiter. Wie gesagt, sollte eigentlich auch schon über die Hälfte sein. Deswegen wäre es vermutlich schon klug. Das ist Öl, das wollte ich eigentlich nicht. Wo haben wir zur Regeneration unserer Tränke. Nimm noch die, wa? Okay, ansonsten haben wir noch etwas Neues, weil wenn wir schon dabei sind, Imlarid abzufangen, hätte ich gern noch vor etwas hergestellt, ausgerüstet, however. Da machen wir etwas. Ah, trunkene Pheromone. Dann hex nicht an. Ja, wäre zu Beginn vielleicht cool gewesen, momentan sind eh zu schwach für uns. Also, ich hoffe zumindest. Weißer Honig hebt eine Vergiftung, sind effekt andere Tränke vollständig auf. Das könnt ihr auch mal noch. Okay, behalten im Hinterkopf. Sonst gibt's auch nichts. Ne, will man sagen, ne, machen so weiter, wa? Ausrüstung sonst stimmt soweit alles. Quest dürfte klar sein. Die haben wir auch alle noch drin. Okay. Tun wir es nirgendwo, Stufe 30, okay, 27, das ging plötzlich schnell. Ja, stimmt, haben wir was vergessen. Art Stoßzeichen, nämlich im Umkreis. Dann noch ein bisschen was auf Erde machen, wa? Bisher eigentlich nichts gemacht, also von dem her. Ja, fallen könnte schon nicht schaden. Ja, ich meine, kann sie behauptet, dass Imlarids größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Und wir können Avalach trotzdem vertrauen. Naja. Ja, übrigens, wir sind hier allein unterwegs, ob das eine gute Idee ist, keine Ahnung. Und den Herrinnen gedient. Aber
Lass sie doch. Aber... Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Das bezweifle ich irgendwie. Also was tun wir? Sollten aufbrechen? Müssen wohl dahin, wa? Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! Entschuldigung, Tochter! Du hast ein Tor erwähnt. Und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten. Sie kehren nie zurück. Doch, das tun sie. Fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Dieses Fest, worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Eure Kinder, warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Ja, wenn unbedingt meint, dann, Ihr sagt, die Herrinnen segnen euch. Ja. Denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Handvoll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Velen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht. Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Velen? Es reicht niemals. Hätte mich auch gewundert. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Weder euch noch euren nächsten Leid zu vor dem Tod. Bereitet euch vor auf ihn. Wohin deswegs? Ciri kommt auch. Kann ich da noch ganz kurz... den Waffenschmied? Was denn? Zeig mir, was du an... Genau. Erstmal müssen die Sachen weg. Die würde ich doch gerne behalten. Die war so geil. Er muss auch weg. Tschüss.
Okay, was haben wir denn noch Schönes? Hast du uns irgendetwas Pergament? So, jetzt brauchen wir das. Wiener Langschwert, Glanz. Nach dem Lesen erhalten. Aufschlitzenschaden. Was? Meistergefertigtes Silberschwert. Wow! Das sind alle Schemen. Also die Frage, brauchen wir die auch für... vor allem zum... Die Silberschwert können wir eh nicht. Brauchen wir die vielleicht für bestimmte Schmiede? Nein, Waffenschmied zum Beispiel, können wir eigentlich kaum vorstellen, wenn wir das selber haben. Und sonst kommen wir halt zurück. Da ist natürlich ziemlich teuer, das war zu erwarten. Sowieso noch anfängen, also das nicht viel bringen. Ein Humanoide, ja, ist niedrig, genau. Nee, der bringt nicht viel. Reparieren, ich schätze mal, die haben doch ein bisschen Schaden genommen, wa? Im Kampf gegen die wilde Jagd. Oh, verdammt ey. Verbesserungen entfernen, Nee, zerlegen muss eigentlich auch nichts. Nee, passt eigentlich. Bis dann. Gut, hätten wir das. Wenn es auch um die Herrinnen geht, also sprich um die Mumen. Heißt das wohl, dass wir neu auf sie treffen, wa? Die waren ja damals... Gut, wir haben ja ihnen leider geholfen, wa? Stimmt ja leider. Guck mal, ein Kind. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hanzi. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hanzi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hanzi? Alles bestens, keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Oh, ziemlich viel. Was machst du hier? Das letzte Mal waren du und die Mumen nicht gerade Freunde. Ich habe eine Einladung bekommen, die ich nicht ablehnen konnte, wie jedes Jahr. Auf ihre eigene Art respektieren die Mumen mich und wollen mich beim Sabbat dabei haben. Also gehe ich hin, bin dabei und gehe bei Sonnenaufgang wieder nach Hause. Und ihr? Klingt fast so, als wären die Mumen einmal im Jahr freundlich drauf. Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten, aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Jo. Der Schlüssel. Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder. Drei Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich. Was kann er denn? Verlorene Stimmen wiederfinden zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Das vielleicht nicht, aber wir können sie erledigen. Glaube zumindest. Wir suchen einen Elfen namens Imlirit. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt. Warum sucht ihr ihn? Er hat meinen Freund getötet. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Vor uns wird er erst recht im Staub kriechen, wenn wir mit dem fertig sind. Wir müssen zum Gipfel. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Hanzi. Geht auf, die Eule ruht. Ja,
Ciri, komm, wir gehen weiter. Die Hexerrüstung. Wieso da irgendwie der halbe Umhang sein muss, keine Ahnung, aber ja. Ein Händler. Hm. Nee, eigentlich noch genug Platz und alles. Das reicht. Ist eigentlich alles Paletti. Na gut, Leute, noch kurz mit dem Quatschen. Ich denke mal, wohin des Wegs? Ciri? Wenn die Herrinnen genug zu essen haben, warum geben sie uns dann nicht Ciri? Das was ab? Mag es ja nicht schlecht von unseren Gönnerinnen zu sprechen. Hä? Was ist jetzt passiert? Ja. Ich hoffe mal, es ist ein Bug des Spiels, nicht irgendwie, dass sie abgestürzt ist oder sonst irgendwas. Gut, ich meine, das ist momentan gerade NPC-mäßig, da passiert natürlich sowieso nichts. Ja, keiner von euch ist würdig. Ring fort. Aber wir... Ihr werdet die Herrin... Es klärt auf. Hm, wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Hm, vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Hm. Wenn sie auf den Berg geht, gehe ich mit ihr. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben. Und er hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Und jetzt bring mir die Münze. Oh, irgendwas ist los. Irgendwer. Ich wollte gerade sagen, soll er jetzt direkt runterspringen, aber ich glaube, ist nicht gerade so praktisch. Na, Ciri? Geralt? Geralt? Ja. Bringt's ungemein, diese Konversation. Gehen wir halt kurz runter und holen hier diese dämliche Münze. Und ja, die Mumien erledigen plus Imlarit, das wird wohl noch ein, zwei Parts dauern. Ich frage mich, wenn wir Imlarit erledigen, wird natürlich Eredin grausam sauer sein. Hm, das könnte noch lustig werden. Hm. Dort unten vielleicht, wa? Ein paar Viecher da unten. Hm, wenn es geht, muss ich nur einmal, will ich nur einmal tauchen, aber okay. Naja, wird schon gut gehen.
Oh nein, die schon wieder. Ja, da greifen wir los an, kein Problem. Das mit dem Sauerstoff ist ein bisschen zu knapp, Leute. Am besten machen wir einen kurzen Trank. Es gibt ja der eine, mit dem man besser tauchen kann. Das sind ja Bomben. Petris Filog, na cool. Seine Intensität erhöhen. Wieso eigentlich nichts? Diese Reflex- und Reaktionszeit natürlich auch mal geil, einen Schneesturm zu machen. Schwert natürlich auch hier Zutaten. Nein, was soll's, ich schaff's auch ohne. Ja, Geralt, willst du bitte schwimmen? Da wäre ich dir sehr verbunden. Also ich weiß nicht, was Geralt da treibt. Ich will einfach nur geradeaus schwimmen. Dankeschön und zurück. Ja, gar noch so geschafft. Der macht einen Trunkenen da unten. Also die Rüstung komplett nass. Naja. Das trocknet eh innerhalb von Sekunden zum Glück hier. Ja. So, und sollen wir gleich würdig sein. Und dann, Freunde, geht's ab zu den Mumen. Aber ich glaube mal, ich übergebe ihnen dann erst die nächsten Party Münze, weil ich weiß nicht, ob dann direkt zum Mumen geht, ohne Zwischensequenz. Also natürlich schon mit Zwischensequenz, aber vermutlich ohne irgendwelche großes Ummarschieren und so weiter. Und dann wäre Speyer ein bisschen doof. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Die Zeit für die Rache.